Barockschloss Ramenau ist eines der am besten erhaltenen Landschlösser Sachsens. Umgeben von einer Wald- und Hügellandschaft in der Nähe von Bischofswerda befindet sich das Schloss inmitten des Landschaftsschutzgebiets Westlausitz. Das Anwesen blickt auf eine über 300 Jahre alte Geschichte zurück. 1717 wird das Gut von Ernst Ferdinand von Knoch, Kammerherr bei August dem Starken, erstanden. Wenige Jahre später erfolgte dann unter der Leitung von Johann Christoph Knöffel der Neubau im Stil des Barocks mit hohem Mansarddach und einer reich verzierten Fassade und Inneneinrichtung. Der 5 Hektar große Landschaftspark wurde im englischen Stil gestaltet und mit seltenen Pflanzen, einer Teichanlage mit Wasserspielen und zahlreichen Statuen und Skulpturen ausgestattet. Mitte des 18. Jahrhunderts, während des Siebenjährigen Krieges, wurde das Schloss zum Hauptquartier des preußischen Königs Friedrich der Große umfunktioniert. Seit den 1950er Jahren wurde das Gelände unter anderem von der Dresdner Hochschule für bildende Künste genutzt.